Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von slowjuice.de. Wir wollen jetzt zum Teil 2 unseres Videos kommen. Im Teil 1 hatte ich das Gerät hier, was ihr in der Mitte seht, vorgestellt. Das ist der Hurum Chef GH. Und jetzt wollen wir einfach mal einen Test machen. Und zwar haben wir jetzt hier auf dieser Seite den Omega 8228 oder auch 8227. 8228 heißt, dass er aus Chrom ist. Und 8227 seht ihr hier im Hintergrund, das ist halt einfach nur eine silberne Farbe. Sind aber beides die gleichen Modelle, 8228, 8227. Und hier zu dieser Seite haben wir den Solostar 4. Das ist ja der langsamste Entsafter, den es momentan auf dem Markt gibt. Der dreht mit 47 oder 48 Umdrehungen in der Minute. Kann auch ein bisschen langsamer sein. Ich habe das nicht ganz im Kopf, aber um die 40 Umdrehungen in der Minute dreht dieses Gerät. Also sehr langsam. Dreht so langsam wie die Hurum-Geräte, die vertikalen Geräte, und dem wollen wir jetzt einfach mal antreten lassen, auch gegen diese anderen beiden Geräte hier, Hurum Chef HEGH und hier der Omega 8228 im Chrom. Kurz noch zur Erklärung, ich habe jetzt nicht extra ein Omega-Video gedreht bisher, kann ich das hier gleich mit erklären, was jetzt so die Unterschiede sind zwischen den Modellen. Ihr seht hier, bei diesem Omega habt ihr auch dieses Rädchen, genauso wie hier auch beim Hurum Chef GH. Also hier ist es so, hier sind keine Zahlen drauf. Hier ist es halt mit so einem Strichen geregelt. Wenn der Strich ganz dünn ist, ist halt wenig Druck hier vorne drauf, dann ist es halt mehr für weiches Obst, für weiche Sachen. Und wenn der Strich hier ganz dick wird, dann ist es richtig fest, dann könnt ihr halt Mohrrüben und auch hier Blattgemüse oder Grünzeug mit dem Gerät hier pressen. Das haben wir hier alles bei der Solostar 4 Maschine nicht dran. Sie haben aber kein extra Rädchen, wo wir nochmal einstellen können für hartes, weiches Obst und den Pressdruck halt so separat auswählen können. Das haben wir bei diesen beiden Geräten halt vorhanden. Zum Unterschied, vielleicht kennt der ein oder andere von euch den Omega 8226. Der Omega 8228, 8227 hat hier im Unterschied zu dem 8226 erstmal einen größeren Einfülltrichter. Ihr könnt hier also viel mehr reinlegen und drauflegen. Der 8226 hat bloß einen sehr kleinen Einfülltrichter. Und dann ist auch noch der Unterschied der, dass ihr hier zum Beispiel auch beim 8226 hättet ihr hier wieder so ein Plastisieb. Hier ist halt so ein Edelstahlsieb, das ist auch der große Unterschied. Und das bricht halt auch oft weg, wenn man zu viel Druck aufbaut. Und das finde ich auch ganz gut bei den Geräten. Deswegen bevorzuge ich den 8228, 8227 aufgrund dieses Edelstahlsiebs hier, was vorgeschaltet ist. Und sonst ist beim 8226 das genauso wie hier, also auch nochmal so ein feines Edelstahlsieb hier vorne dran. Beim Hurum ist es genau das gleiche wie beim 8226, habe ich ja vorhin gezeigt im Teil 1. Da habt ihr auch vorne dieses grobe Plastisieb und dann kommt erst das feine Edelstahlsieb. Und hier haben wir einmal ein komplett durchgehendes Sieb. Vielleicht kann ich das mal ganz kurz zeigen mit der Kamera. Ihr seht, hier sehen, so sehen die Unterschiede aus. Ist also ein bisschen mehr Siebfläche vorhanden und dann wollen wir auch sehen, ob sich das auch auswirkt auf das Ergebnis. Dann können wir das Gerät hier wieder zumachen. Was jetzt auch mir aufgefallen ist, schaut mal her, hier, das ist relativ fest. Hier bei dem Solostar ist es immer ein bisschen wackelig und auch mal ein bisschen schwierig hier mit dem Rädchen. Die sind richtig fest, da passiert also gar nichts. Im Gegensatz zu hier, das ist halt ein bisschen locker. Dann kann man auch zum 8228 sagen, der hat auch nochmal hier so eine extra Kappe. Also man hat hier zwei Kappen. Wenn man das also nicht möchte, dann macht man einfach diese Kappe hier drauf. Und dann entscheidet der Entsafter automatisch, was er für einen Pressdruck nimmt. Dann kann man hier also auch nichts mehr einstellen. Ansonsten von der Geschwindigkeit, der hatte ich ja eben schon gesagt, ist das der langsamste. Die beiden sind in einer Kategorie, drehen also zwischen 70 und 80 Umdrehungen in der Minute. Müsst ihr einfach dann mal auch in der Beschreibung nachschauen auf der Webseite auf www.slowjuice.de. Da könnt ihr dann auch hier das genau nochmal nachlesen, wie langsam jetzt genau diese Geräte drehen. Aber ungefähr kann man sagen zwischen 70 und 80 Umdrehungen in der Minute. Also sehr langsam, so wie es für einen Slowjuicer sich auch gehört. Dann wollen wir jetzt anfangen mit den Tests. Ich würde sagen, wir fangen hier einfach mal an beim Omega 8228. Den Stößel, den braucht ihr ja nicht unbedingt. Geht eigentlich auch relativ von alleine, aber man kann ja auch ein bisschen nachhelfen. Der schneidet sich das alles raus. Es geht hier schon ein bisschen länger als beim vertikalen Gerät.
beim vertikalen Gerät, habt ihr vielleicht auch im Video gesehen, dem Hurum HT. Da sieht man ja, wie schnell das geht mit so einem vertikalen Gerät. Hier dauert es halt einfach ein kleines bisschen länger. Übt nicht zu viel Druck aus. Wartet immer, bis das Ganze durch ist und dann erst das nächste. Ich habe es jetzt hier auch eingestellt. Beim Mogul, ihr seht das, habe ich halt starken Pressdruck eingestellt, damit wir halt hier auch das Maximum an Saft herausholen können aus dem Mogul. Sind jeweils nochmal 500 Gramm Mohrrüben in jeder Schale. Dann kann man das hier oben schön in den Trichter reinlegen. Dazu ist er da. Kann man das also auch so nutzen, wie es gedacht ist vom Hersteller. Dann haben wir die Schale leer. Und dann ist es jetzt hier mit dem Trichter oben drauf. Und dann können wir mal so einzeln nachschieben, langsam. Nicht zu doll gegendrücken, also nicht wie verrückt hier runterdrücken, wenn man es eilig hat, sondern langsam. Denkt daran, das sind alles Plasteteile, die können schnell wegbrechen. Immer schön vorsichtig mit umgehen. Alle Geräte hier sind BPA-frei und auch BPS-frei. Keine Weichmacher enthalten. So, dann warten wir noch einen kleinen Moment. Bis hier vorne der Trester dann nicht mehr rauskommt. Tropft noch ein bisschen ab. So, dann kommen wir jetzt zum Hurum Chef GH. Auch hier stelle ich es auf stärkste Stufe, also auf die 5. Schale nehme ich mal zu mir. Schale können wir jetzt hier zur Seite stellen. Seht auch diese Bewegung hier, das ist normal. Auch da rufen einige Kunden an und fragen sich, warum bewegt sich das so stark? Das ist normal. Der muss mit einer Schraube im Motorblock verankert und der muss ja ein bisschen einen Ausgleich schaffen, weil es entsteht ja ein starker Druck. Und deswegen bewegt sich einfach hier durch die Schnecke das Ganze so stark mit kreisenden Bewegungen. So kann man das sehen, das sind kreisende Bewegungen. Ihr seht, es geht hier schon ein bisschen schneller. Ich würde das sagen, wenn ich mal schaue, die Einfallöffnung ist hier auch ein kleines bisschen größer beim Hurum Chef GH. Seht, das geht auch ein bisschen schneller sogar. Hätte man jetzt mal die Zeit stoppen können, nicht gemacht, aber vom Gefühl her geht das hier ein bisschen zügiger voran. Als jetzt hier beim Omega, da ging es nicht ganz so schnell. Sieht man auch schon. Wenn man sich hier die Durchmesser mal anguckt, sieht man, dass hier ein größerer Durchmesser ist als da. Die Einfallöffnung ist wirklich ein kleines bisschen kleiner hier beim Omega 8028 und hier größer beim Hurum Chef. So, und dann kommen wir jetzt hier zum langsamsten, zum Solostar 4. Mal schauen, wie er das Ganze macht. Hat er so eine sehr kleine Einfallöffnung hier.
so ein bisschen. Vielleicht noch ein bisschen nach hier stellen, der Saft da richtig reinläuft. Das geht ja schon ein bisschen langsam alles. Ihr habt es gesehen, beim Huron ging es wirklich ruckzuck. Aber vielleicht haben einige unter euch auch Zeit, viel Zeit. Dann macht das ja alles nichts. Für diejenigen unter euch, die nicht so viel Zeit haben, ist vielleicht so ein Huron mehr das Interessante. Aber für mich ist es immer wichtig, dass die Saftqualität und auch die Saftquantität stimmt. Also dass die meisten Nährstoffe halt im Saft sind und ich auch eine hohe Saftausbeute habe, weil immerhin gibt man ja auch sehr viel Geld aus für das Obst und das Gemüse. Und dann möchte man ja auch die höchste Saftausbeute aus den jeweiligen Produkten haben. Ihr seht, auch hier ist die Bewegung schon noch ein bisschen stärker als beim Huron. Vom Trichter her. Verrutscht, hinstellen. Ich würde sagen, es dauert hier am längsten. Noch ein bisschen länger als jetzt hier auch beim Omega. Ich glaube, die Einfüllöffnung ist auch noch ein kleines bisschen kleiner. Ich hatte jetzt hier den Stößel vom Omega genommen. Deswegen, der passt gerade so rein. Ich glaube, ich auch noch ein kleines bisschen kleiner die Öffnung hier. Wenn man hier sowas hat, natürlich relativ unangenehm. Die Mohrrübe, die sich jetzt hier gerade so verhakt hat. Kann man dann halt einfach ein bisschen doller drücken und dann geht's auch. Und dann kommen wir noch zu den letzten Stückchen hier. Hier noch ein bisschen rein, kleinen Krümel noch. Hier hat man schon ganz schön was zu tun auch im Solo Stuff hier. Aber wir wollen uns mal überraschen lassen vom Saftergebnis. Klammern mit ab. Gut, dann haben wir das Ganze jetzt hier beendet. Dann zeige ich euch jetzt gleich noch, wie viel Trester wir in den einzelnen Sieben hatten. Ich wiege das jetzt nicht extra ab, das habe ich bei einigen anderen Videos so gemacht. Ich zeige euch jetzt einfach in die Kamera hinein und dann könnt ihr mit eigenen Augen sehen, wie viel Trester da jetzt im Sieb hängen geblieben ist und ja, was dann die Ergebnisse sind bei den einzelnen Geräten. Den Trester wiege ich jetzt auch nicht ab, ich messe jetzt einfach bloß das Saftergebnis. Die Saftqualität halt wird sicherlich bei allen ungefähr gleich sein, aber die Saftquantität ist ja auch wichtig, das werden wir jetzt dann gleich noch messen und dann lassen wir uns gleich mal überraschen. So, dann fangen wir jetzt mal an hier mit dem Trester vom Solo Stuff hier. Kleines bisschen unten tropft. Ihr seht das hier, das ist wirklich nicht viel. Ganz wenig Trester bloß.
die dieser Solo-Stuff hier jetzt hier in den Saft gegeben hätte. Wir haben es ja rausgefiltert. Und dann zeigen wir mal das andere Beispiel. Mal kurz mal ein bisschen anheben hier. Hier seht ihr das Ganze vom Hurom. Ist also schon wesentlich mehr Trester drin im Saft. Erheblicher Unterschied zwischen Solostar und Hurom. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal hier auch für den Omega. Ich halte jetzt einfach mal das hier drunter, sonst, ich habe es gesehen, sonst tropft das nochmal so ein bisschen runter. Hier, das ist also am meisten vom Omega. Können wir das Ganze nochmal vergleichsweise vielleicht in die Kamera halten. Ich halte das jetzt mal so hier einigermaßen. Ihr seht das hier, so sehen die beiden Ergebnisse aus. Das ist eindeutig am meisten Trester im Omega 8228 bzw. 8227. Und dann hier nochmal vergleichsweise auch da hinhalten, seht ihr das nochmal. Hier ist wirklich am wenigsten Trester auch drin im Solostar 4. Dann wollen wir jetzt noch zum Abmessen des Saftes kommen. Ich habe hier die Hurom-Flaschen 360 Milliliter. Das wäre jetzt hier vom Solostar 4 der Saft. Deckel drauf machen. Jetzt kommen wir zum Hurom, Hurom Chef GH. Die Flaschen kann man noch einfrieren, also eine gute Sache. Tiefkühlschrank kann man die tun, platzen nicht. Kann man sonntags anfangen, alles zu pressen für die ganze Woche, und wenn man dann abends ins Bett geht, nimmt man die Flasche raus und dann kann man sie mit zur Arbeit nehmen. Das auch staubt mich jetzt schon. Ein bisschen das Ergebnis, dass wir jetzt hier mit dem Hurom mehr als mit dem Solostar 4 haben. Saftausbeute. Jetzt doch schon ein kleines bisschen mehr. Beim Solostar 4 jetzt weniger Trester, aber trotzdem weniger Saft. Hier mehr Trester, aber mehr Saft. Dann gucken wir mal, wie was wir hier für ein Ergebnis haben. Omega. Hier haben wir sogar am meisten Saft. Also ihr seht, der hat sogar noch eine höhere Saftausbeute als der Hurom. Das sind so die drei Ergebnisse jetzt von unserem Test, die ihr hier sehen könnt. Also hier haben wir den Omega 8228, hat am meisten Saftausbeute, aber ihr hättet hier auch am meisten Trester dann mit drin, wenn wir den Trester nicht herausfiltern würden. Hier hatten wir am zweitwenigsten Trester drin und die zweithöchste Saftausbeute. Hier hatten wir fast gar keinen Trester drin, aber auch relativ wenig Saftausbeute. Kann natürlich auch sein, dass ich jetzt vielleicht von dem Morium her nicht, ja, von der Lagerware her, vielleicht habe ich da im Supermarkt auch welche erwischt, die nicht ganz so viel Saft drin hatten, aber so ungefähr ist es, glaube ich, schon recht signifikant, das Ergebnis, was wir hier raus haben. Kann man also seine Schlüsse rausziehen. Und dann kommen wir jetzt noch zum Fazit. Hier hat man am wenigsten Saftausbeute beim Solostar 4. Das ist aber auch das Gerät, was halb so langsam dreht wie diese beiden Geräte. Also kann man auch davon ausgehen, dass da dann nochmal ein bisschen mehr Nährstoffe, ein bisschen mehr sekundäre Pflanzenstoffe auch enthalten sind, weil der wirklich ganz, ganz langsam dreht. Hat auch am wenigsten Trester im Saft jetzt drin, wenn wir den nicht rausgefiltert hätten. Das war also ganz minimal. Und ja, das war eigentlich das zu diesem Gerät, was man sagen kann. Hier zum Hurom kann man sagen, der hat mir von der Bedienung am besten auch gefallen. Hat auch eine größere Einfallöffnung als der Solostar 4 und auch als der Omega 8228. Auch hier hat man halt ein bisschen mehr Trester, also eigentlich schon relativ viel Trester auch im Saft im Verhältnis zum Solostar 4. Der dreht aber auch
doppelt so schnell, hat also vielleicht dann auch nicht ganz so viel sekundäre Pflanzenstoffe im Saft enthalten wie jetzt der Solostar 4. Und ja, hat mir also auch sehr gut gefallen, das Gerät. Vielleicht, um auf die Quantität, also auf die Saftausbeute Rückschlüsse zu ziehen, das hat vielleicht damit was zu tun, weil wir hier dieses Rädchen haben zum Einstellen. Also es macht sich schon bemerkbar, ihr seht das, wenn man dieses Rädchen dran hat am Entsafter, dann drückt ihr einfach und presst ihr einfach nochmal mehr Saft raus. Hier ist, kann man es halt nicht, hier ist man halt darauf angewiesen, wie der Hersteller das halt eingestellt hat und wie er sich das halt überlegt hat. Das ist also auch vielleicht der Grund, warum diesen beiden Entsaftern jetzt hier auch mehr Saftausbeute ist wie beim Solostar 4. Hier beim Omega 8228, der hat am besten abgeschnitten, hat aber auch am meisten Trester drin und hat jetzt hier auch die höchste Saftausbeute. Und auch hier mit dem Rädchen wunderbar, das Ganze kann man halt einstellen, je nachdem, ob man weiches oder hartes Obst hat oder wie stark der Pressdruck sein soll. Und deswegen hat man halt bei den beiden Geräten jetzt hier auch das beste Saftergebnis erzielt. Das soll es gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal für weitere interessante Videos und auch für weitere interessante Interviews zum Thema Rohkost, zum Thema Veganismus, zum Thema Gesundheit. Dann wünsche ich euch alles Gute, lasst euch gut gehen. Bis bald, sagt euch euer Bastian von slowjuice.de.